Meine letzte Chance, Wolf zu erledigen, war auf der Tiergartenlandebahn um 18.45 Uhr. Mir blieb nicht viel Zeit. Wolf zu stoppen, bedeutete geradewegs zurück ins Herz von Berlin zu gehen. Da der Großteil der Stadt in Trümmern lag, war der einzige Ort für den Schuss wieder da, wo ich begonnen hatte. Ich musste wieder zum Brandenburger Tor. Die Stadt stand in Flammen. Die Schlacht tobte. Wie eine Vision der Hölle. Und irgendwo, inmitten dieses Feuersturms, wollte der Bastard in ein Flugzeug steigen, in Sicherheit fliegen und alle Geheimnisse des Raketenprogramms nach Moskau bringen. Es sei denn, ich konnte ihn aufhalten. Ja, dieses ganze Geschlaufe gerade, das war, ich habe getrunken. Gut, los geht's. So. Gucken wir mal. Gewehr 43 bereit. MP40 bereit. Wellrott bereit. Dynamit nicht bereit, weil wir es nicht brauchen. Spiel starten. So. Geht zum Brandenburger Tor. Hier befanden wir uns ja auch in Part 1 schon. Und nun ja, hier befinden wir uns jetzt auch in diesem Part wieder. So. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen in der Umgebung um. Ich höre Musik. So. Hat man da auf mich geschossen? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich höre Radio. Von wem kommt hier dieses Radio? Das macht mich ganz kirre. Da soll wenigstens Techno-Style laufen, so Hard Rock und so. Wow, okay, gut, hier stehen zwei Leute. Ich würde sagen, die rotzen wir doch mal so weg, oder? Wer entdeckt mich jetzt hier hinten? Hä, lol? Hä? Von wo kam denn dieser Sniper? Weil der Sniper geschossen hat. Ja, Neustadt, weil der Sniper geschossen hat. Haben die mich dann entdeckt? Aber wo ist dieser Sniper? Den hatte ich überhaupt nicht gesehen. Wo ist der Penis? Da oben. Ach, da ist dieser Cocksucker. Verdammter Penner. So. Verrät's meine ganze Deckung. Idiot. Geil, ich bin schon wieder tot. Okay, gut, also das müssen wir eindeutig anders machen. Ah, regt mich das auf. Gut. Dieser blöde Sniper, da oben steht er. So, den schalten wir jetzt mal sowas von aus. So, dir blasen wir die Rübe weg. So. Es können ja die anderen auch noch mal gerne kommen. Wenn sie Lust haben. Gut, hey, hey, markieren, markieren. So. Den haben wir. Der da hinten ist auch markiert. Zeigt er sich auch, oder... bleibt er dahinter? Der scheint erstmal dahinter zu bleiben. Da habe ich auch noch jemanden gesehen. Ach, jetzt läuft er woanders hin. So. Dann war es das erstmal mit dir. Da ist noch jemand. So, den haben wir. Den haben wir auch. Wow, da ist jemand. Boah, ein Glück. Nicht, dass wir wieder verreckt wären. So, wo ist denn hier noch jemand? So. Ach, und da hinten steht auch noch jemand um die Ecke an der Wand. Das haben wir ja schön in der Killcam gesehen. Wow, ein bewegender Kopfschuss. Oder? Yo. Yo, hier labern aber noch welche. Doch, ah, scheiße. Verdammt. So, puh, ein Glück. Wow, das war knapp. So.
Endlich. Geschafft. Oh, oh. Puh. Ein Glück. Dass wir den erwischt haben. Unser Puls ist gerade ziemlich hoch. Und trotzdem treffen wir die Leute noch. Wow, geil. Wow, das war ja mal geil. Ha, der hat mich gerade getroffen. Ha, und ich treffe dich. Gut. Phänomenale Kills. Scheiße, scheiße, scheiße. Dieses verdammte MG. Nix da. Kann sich das im Kopf schlagen. Hör, wie ich alles nur so total gedämpft höre. Sag mal, kann das auch mal treffen? So. Erstmal dich weghauen. Und dann hier dein Kollege. Ja, hey. Muss dich schon zeigen. Es war so klar, dass die von da kommen. Aber ist auch geil, man darf nicht einfach so draufhalten, weil dann wird das immer. Verzögert sich das immer noch mehr. Also dann geht das Fadenkreuz immer weiter auseinander. Das heißt, man muss hier wirklich. Immer dann kurz warten mit dem Schießen. So. Also, Stealth konnte man hier aber auch gar nicht vorgehen, glaube ich. Aber ist ja auch Pott wie ein Deckel, würde ich sagen. So. Was liegt hier? Ach, das sind Leichen, okay. Eine F1-Granate gefunden. Hurra, hurra. Ja. Wo müssen wir denn entlang? Hm, mal jucken. Mal gucken. Ins Hotel? Okay. So. Hier wieder ein klein wenig Stealth vorgehen. Man weiß ja nie, was uns erwartet. Und hier im Hotel sind ja bestimmt noch welche. Die uns an die Wäsche wollen. Was ich ziemlich pervers finde. Mal schauen. Mal schauen. Ah, müssen wir da runter? Sind das zwei Goldbarren? Nee, ich dachte gerade schon. Ja, das war auch sehr gut von mir. Aber ich glaube, so muss man doch da runter, oder? Wow. Wow, 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 wow. Okay. Begib dich zum Brandenburger Tor. Werde ich machen, aber... Wow, what the fuck? Alter. Hier muss ich jetzt aber erstmal einiges markieren und etwas taktischer vorgehen. Naja, okay, wenn ich das sage, weiß ich eigentlich schon, dass es nicht so sein wird, aber... Ach, da ist das Brandenburger Tor, okay. Ja, aber... Okay, das, da ist... Da kann man irgendwo rein. Ich meine, ich könnte jetzt auch den Panzer als erstes ausschalten. Aber komm ich da nicht ins Haus rein? Nee, da oben sind alle... Oh... Ich sag ja, man hat mich direkt entdeckt. Ich bin zu genial. Das schaff echt nur ich. So. Erstmal den Panzer ausschalten. Aber ich will trotzdem mal gucken, ob man da nicht hochkommt. Wenn ich sterbe, ist mir egal. Ich will nur gucken, okay, man kommt hier nicht hoch. Aber das war es mir wert, nachzuschauen. So. Nach zwei Fehlschüssen erstmal den Sniper ausschalten. So. Den erledigen. Steht da hinten auch noch ein Panzer? Scheint mir so. Doch, da war noch jemand. Genau. Von wo noch?
Von da hinten? Ich sehe da irgendwie nichts. Komisch. Können die sich mal zeigen? Naja, okay, zumindest ein Sniper zeigt sich. Aua. Wo geht denn der Schlumpf jetzt hin? Oh Mann. Ja, ach geil, da auch noch ein Sniper. Ja, haha, geil. Wo ist denn da jetzt der Sniper gewesen hier? Ich würde sagen, erstmal markieren. Da ist er. So. Klar, jetzt geht der Typ natürlich weg. Naja. Oh Mann. Ich verliere hier gerade ein bisschen die Kontrolle. Und ich mach mal kurz mein Fenster zu. Das wird mir hier zu kalt. So. So, jetzt habe ich wieder einen klaren Kopf. Da hinten erstmal. Kann aber sterben. So, meine Güte. So, den sind wir erstmal los. Ach gut, jetzt kommt da noch was. Der greift uns ja schön an die Seite an. Greift uns schön von der Seite an. Aber den sind wir quitt. So. Der versteckt sich leider immer hinter der Mauer, was nicht gerade sinnvoll ist. Und ich weiß am besten will nicht, von wo die schießen. Ich habe da, glaube ich, einen im Augenwinkel gesehen, aber... Der Typ soll sich jetzt verdammt nochmal zeigen. Ach, ich gehe jetzt mal nach hier. Vielleicht sehe ich die Typen da hinten ja mal. Ich höre immer nur Schüsse. Ach, da. So. Einer weniger. Wo schießt jetzt noch jemand? Sehe gerade keinen. Dann versuche ich den jetzt mal zu erledigen. Oh, und hier müssen wir kurz warten. Ich muss niesen. Einen Moment. Ja, wieder zurück. Ah, fucking Erkältung. Ah, schlimm. Gut. So, jetzt ist er endlich mal in Sichtweite. Das war's mit dem. Und jetzt rück ich mal was weiter vor. Und von wo schießen die jetzt? Ah, ich krieg zu viel. Ach, da auch noch ein Sniper. Na super, jetzt muss ich nachladen. So. Dahin habe ich jemanden gesehen. Wow. Wow, haha. Lucky die Granate getroffen. Oh, und sogar noch den anderen weggehauen. Geil. Total unbeabsichtigt, aber... Super Kill. Und kein Wunder, dass ich die Idioten nicht sehe in diesem Stacheldrahtzaun. So. Gut. Wo ist denn jetzt hier noch der andere? Da ist der Typ, also der immer geschossen hat. So, du bist auch weg. Super. Endlich haben wir es geschafft. Nee, noch nicht ganz. Der musste noch weg. Endlich, endlich, endlich. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Zum Brandenburger Tor.
Altair oder Ezio würde, oder Connor würde das ja jetzt so schaffen, bestimmt, aber wir nicht. Gibt es im Brandenburger Tor überhaupt so einen Weg nach oben? Ich war noch nie in Berlin. Das kann mir ja Siro mal sagen. ja, ich glaube, hier geht's nirgendwo entlang. Wäre eher ein Punkt für den Sniper gewesen, aber... Nun gut. Schauen wir doch mal. Also doch. Ach so, an der Seite. Ah, okay. Ach so. Ein Goldbarren. Hallöchen. So. Das muss wohl Wolf sein. Aber wartet mal bitte ganz kurz. Sorry für diese vielen Unterbrechungen. Wartet kurz. Und da bin ich wieder zurück. Ich wollte nur sagen, ich breche das LP hier ab. Ihr könnt mich mal und ihr könnt das bei einem anderen Let's Play anschauen. Nein, Spaß, war natürlich nur ein Scherz. Bah, Alter, sieht dieser Wolf scheiße aus. Mal ehrlich. Gut, ich denke mal nicht, dass der auf eine Einladung wartet, bis er eine Kugel in die Fresse bekommt. Von daher sollten wir uns doch etwas beeilen. Vermute ich einfach mal. Ja. Wie geht's denn jetzt hier entlang? Hier? Irgendwie? Ach so. Auf geht's nach hier oben zum Brandenburger Tor, was halb zerstört ist. So, wo fährt jetzt dein Fahrzeug? Halte Wolf auf. Wo ist denn der? Ich bin zu blöd, den zu finden. Unglaublich. Hallo, Wolf. Wo ist der denn? Ach, vielleicht soll ich auf hier mal hingucken. Ach so, da hinten. Ach so. Okay, ich Idiot. Ich guck natürlich in die völlig falsche Richtung. Wow, Lucky Shot! Junge! Obwohl ich die Luft so verfehle, schaffe ich es doch, den zu treffen. Obwohl ich so außer Atem bin. Hahaha, wie geil. Nice, sind wir gut. Das hätte ich ja nie gedacht. Alter, trotz diesem hohen Herzschlag haben wir es geschafft. Die Schlacht von Berlin endete um 8.23 Uhr am 2. Mai 1945, als General Weitling die Kapitulation der deutschen Streitkräfte General Tschulkow von der Roten Armee übermittelte. Wenig später war der Krieg beendet, aber schon begann ein neuer Krieg. Der Kalte Krieg. Und ah, ja. War sein erster Soldat. Der Kalte Krieg, ja. Das gibt's ja auch noch. Okay. Damit haben wir in 16 Parts dieses Let's Play geschafft. Yo. Klasse. Hat ja, glaube ich, genauso viele Parts wie BF3. Okay, ich meine, ich hätte das bestimmt auf 20 bis 23 Parts hochschrauben können, wenn ich, sagen wir mal, die Parts nicht so lang gemacht hätte. Aber... ich muss sagen, mittlerweile macht mir das ganz Spaß, weil ich finde so 15-Minuten-Parts, ja klar, aber wieso nicht, ich habe das halt, ich versuchte, diese Missionen waren ja allgemein so kurz und wieso soll ich jetzt jede Mission in 10 Minuten teilen? Ich finde, bei Assassin's Creed ist das was anderes. Da kann man sagen, okay, ich teile das jetzt so ein bisschen. Aber auch, hier zum Beispiel, wo war das noch so, wo ich die Parts so etwas länger, hier Batman Arkham City zum Beispiel, da sind die Parts ja auch so lang. Das mache ich nicht, damit ich das Let's Play schneller durchhabe, sondern einfach, weil es gut gepasst hat. Meistens so von den Story-Akten. Batman hat zum Beispiel was getan, dann kam ein Speicherpunkt oder die Story war vorbei und man hat eine neue Mission erlangt und da habe ich dann gecuttet. Und das hat einfach immer so klasse gepasst und deswegen wurden die Parts halt auch etwas länger. Und ich muss sagen, aber dazu jetzt ja auch nichts mehr, sondern eher mein Fazit zu Sniper Elite V2. Super tolles Spiel, vor allem mit dieser Killcam, richtig gut, natürlich auch ziemlich brutal. Story fand ich gut, auf jeden Fall, kurz und knackig, könnte man allein im Tag wirklich durchspielen, weil die Story echt ziemlich kurz ist. Aber trotzdem ein Spiel, was sich wirklich lohnt zu spielen. Mir ist es persönlich 50 Euro nicht wert gewesen, weil es dafür doch einfach die Story zu wenig ist. Koop-Modus habe ich noch nicht ausgetestet, das könnte man aber mal machen. Wäre durchaus eine Option. Ansonsten hat mir das Spiel gut gefallen. Das war nicht die neueste Grafik, aber eine sehr hübsche Grafik. Auch mit den Animationen und alles, wie es gemacht wurde, sehr toll. Es gab verschiedene Möglichkeiten, seine Gegner auszuschalten. Man konnte auf die brachiale Art und Weise losgehen. Man konnte aber auch sagen, man will wirklich viel stealthen. An manchen Sachen ging es jetzt nicht anders. Aber ansonsten wirklich ein klasse Let's Play, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch doch auch.
Und nun ja, was mein nächstes Let's Play sein wird, ich weiß es noch gar nicht. Muss ich mal schauen. Weil, ja, keine Ahnung, ich meine, Batman habe ich ja jetzt gemacht, Sniper Elite, kam ja alles so ein bisschen gleichzeitig. Jetzt gucke ich mal, was ich als nächstes mache. Ich habe das alles so ein bisschen geplant bis zu Assassin's Creed 3, wie was ich bis dahin noch machen kann, also sprich, wie weit ich noch komme. Das sind ja jetzt noch gut, wie viele Tage sind das jetzt noch? Warte, was haben wir jetzt? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Puh, ja, bestimmt noch. Keine Ahnung, 5 Monate. Da kann man ja noch reichlich an Let's Plays machen, also keine Frage. Und ich werde mal gucken, was da noch kommen wird. Ob ich jetzt Assassin's Creed 2 mache, weiß ich noch nicht. Weil ich halt diesen Fehler hatte, beziehungsweise es war kein Fehler, dass der mir wirklich, dass es anfängt zu ruckeln. Und ich meine, ich kann Battlefield 3 flüssig aufnehmen, ohne dass es ruckelt. Und das hat ja wohl eine weitaus bessere Grafik als Assassin's Creed 2. Und Assassin's Creed 2 hat mir mit Fraps nach 3 Minuten 15 GB weggezogen. Und das geht ja nicht. Keine Ahnung wieso. Entweder war das nur ein Fehler. Ich weiß es wirklich nicht. Aber nun ja, das muss ich halt mal schauen. Assassin's Creed 2 würde ich schon gerne machen, weil ich würde halt schon gerne Let's Player sein, der auch die ganzen Teile gespielt hat. Aber ich habe halt, das habe ich auch schon mal erwähnt, Assassin's Creed 2 schon so oft durchgespielt und Brotherhood auch. Und das fehlt mir ja noch. Ich meine, ich würde durchaus Assassin's Creed 2 noch hinbekommen vor Assassin's Creed 3. Ich werde es auch in Betracht ziehen. Und nach Assassin's Creed 3, denke ich mal, würde ich dann Brotherhood machen. Damit ich halt auch alle Teile hätte, weil danach dauert es ja eh erstmal, bis nächster Teil rauskommt. Ich muss mal schauen, wie der liebe Light das macht. Ich guck einfach mal, was sich da so ergibt. Und nun ja, ich finde eigentlich so an sich, bin ich ganz zufrieden. Und was kann der liebe Leid jetzt noch sagen? Ich bin erkältet. Also ich habe jetzt in einem Rutsch wirklich aufgenommen von Part 11 an, war das, glaube ich, hier Müller Milchreis oder wie der Part hieß. Bis jetzt Part 16 habe ich aufgenommen in kleineren Etappen an einem Tag. Jetzt habe ich das halt geschafft und der liebe Leid ist glücklich. Ja. So, die Credits gerade hier noch am Laufen. Weiß gar nicht, wie lange die gehen. Ich hoffe mal nicht so lange. Ich weiß auf jeden Fall, dass in Assassin's Creed die Credits so scheiße lange gehen. Da kann ich mir dann echt immer ein Ohr abschwatzen. Wenn ich überlege, Brotherhood, glaube ich, 30 Minuten allein nur die Credits. Ich glaube, da sage ich wirklich, wenn ich das machen sollte irgendwann, Leute, ich bin weg, ciao, und zeig die Credits nicht, weil das ist wirklich, ne, also, ich weiß nicht, das muss man nicht unbedingt haben. Ja. Ja, ja. Ein bisschen der Musiklausch. Jetzt kommen wir noch, glaube ich, das waren, glaube ich, die Special Thanks. Ich weiß es gerade gar nicht. Meine Maus sehe ich auch. Ich glaube, ich könnte das sogar überspringen mit Escape. Aber da kommt jetzt auch das Zeichen schon. Das heißt, es ist jetzt Ende hier. Bing Video, Dolby Digital. Ja, ja. Und damit müssen die Credits jetzt auch beendet sein. Puh. Mission erfolgreich. Weiter. So. Und damit verabschiede ich mich von diesem klasse Let's Play. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wir sehen uns in meinem nächsten Let's Play wieder. Adios, amigos.